Der internationale Weltkindertag wurde in Burgkirchen an der Alz zum Anlass genommen, um der Erinnerung wachzuhalten. 160 Kinder sind während der Zeit des Nationalsozialismus hier ermordet worden. Am Gedenkstein vor der Keltenhalle begann der Auftakt für das Festgedenkprogramm. Wir waren für Sie vor Ort. Am Mittwoch, den 1. Juni, war Internationaler Weltkindertag. Der Verein Für das Erinnern mit der Ortsgruppe Burgkirchen nahm diesen Tag zum Anlass, um an die 160 Kinder, die in der Entbindungsbaracke auf dem heutigen Gelände der Burgkirchener Keltenhalle gestorben sind, zu gedenken. Unter den Nationalsozialisten wurden schwangere Fremdarbeiterinnen aus dem nahegelegenen Chemiewerk gezwungen, ihre Kinder dort unter widrigen Umständen auf die Welt zu bringen. Sie mussten ihre Kinder in der Stätte der Obhut von Kinderschwestern überlassen. Fast alle der Kinder starben dort. Mit einem Festprogramm bot das Gedenken einen passenden Rahmen, um auch an die Kinder, die aktuell in der Ukraine unschuldig sterben, zu denken. Die Ortsgruppe zum Gedenken für dieses Kindergrab, für diese ermordeten Kinder, ist ja eine ehrenamtlich geführte und ehrenamtlich motivierte Gruppe. Was treibt die Leute an, weiter am Ball zu bleiben und sich da zu engagieren? Ja, da braucht man nicht viel dazu sagen. Wenn man die Situation jetzt in der Ukraine betrachtet, ist das allerbeste Beweis dafür, dass solche Denkmäler sehr wichtig sind. Solche Denkmäler geben uns Hinweise aus der Vergangenheit und zeigen uns, wie sollten wir die Zukunft gestalten. Heutige Frieden erhalten ist nicht Selbstverständlichkeit. Man muss dran ständig arbeiten. Kinder sind in jedem Krieg unschuldige Opfer. Warum ist es so wichtig, dass dieser Gedenkstein hier vor der Keltenhalle und nicht weiter hinten bei den Gleisen steht? Warum fangen wir hier an? Weil hier stand damals, 1944, 1945, die Baracke. Dort hinten unter dem Wald. Und von daher sahen die Kinder in einen Pappkarton auf eine Schubkarre, die sind zur Beerdigung gefahren. Und diesen Weg wollten wir heute gehen und damit die volle Solidarität zeigen mit dem ukrainischen Volk. Und vor allem wollten wir Anerkennung und Würde für alle Kinder, die in den schrecklichen Krieg jetzt umgekommen sind. Burgkirchens erster Bürgermeister zur Frage nach der Bedeutung der Gedenkstätte für den Ort Burgkirchen. Wir fühlen uns einfach verantwortlich. Verantwortlich dafür, was diesen Kindern für Leid angetan worden ist. Und das, was wir tun können, ist an die Kinder zu erinnern, den Kindern einen Namen zu geben und den Kindern bewusst zu werden. Nur so können wir es versuchen, dass wir weiteres Leid verhindern. Dass es uns nicht immer gelingt, sehen wir an dem momentanen Ukraine-Krieg. Aber das ist mir wichtig, diese Mahnung für den Frieden. Helmut Tiefenthaler, Vorsitzender der Europa-Union, Gruppe Altötting, zu der Frage, wie Frieden in Europa weitergetragen wird. Also mich trifft die Situation sehr. Also ich war in der Vorbereitungsphase ja bereits hier am Grab und habe also da kundig gemacht, also wo diese ganzen Baracken gestanden sind und so. Und jedes Kind, also das habe ich so persönlich getroffen, wie ich dann hier den Namen gelesen habe, also hier auf diesen Schildern. Und ich war froh, dass den Kindern, ich habe das in der Rede bereits gesagt, wieder ein Name gegeben worden ist. Denn wenn ein Name vorhanden ist, dann ist auch die Person wieder vorhanden. Alexander Prokopenko, Konsul der Ukraine in Bayern, kam selbst zusammen mit seiner Gattin zur Gedenkfeier nach Burgkirchen. Konsul Prokopenko, Sie waren bereits selbst einige Male an diesem Gedenkort. Haben Sie den Eindruck, dass es mit jedem Jahr wichtiger wird, die Erinnerung lebendig zu halten? Ja, solch ein Gefühl habe ich natürlich. Das ist unter anderem meine persönliche Geschichte, die Geschichte aus meiner Familie. Meine Großmutter war auch eine Zwangsarbeiterin hier in Bayern. Und deswegen finde ich erstens, das ist sehr wichtig, und zweitens finde ich ganz tolle, großzügige Arbeit seitens der bayerischen Seite, weil diese Erinnerungskultur und diese Ausarbeitungskultur der schlimmeren Vergangenheit sollte vorbildlich für alle Nationen sein. Wir werden immer eingeladen und wir sehen, wie
unsere bayerische Partner und die einfachen Leute in Bayern solche Erinnerungen pflegen und solche Erinnerungsorte pflegen. Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Konsul Prokopenko, was geben Sie den Kindern aus der Ukraine mit, die heute hier im Landkreis Altötting leben? Ja, ich habe für solche Kinder eine sehr wichtige Nachricht. Die Bildungssystem in Bayern ist einer der besten in der Welt. Ich möchte, dass Sie alle Beste für dieses System bekommen und alle Beste möglichst schnell zurück nach Hause bringen, damit alle Beste, was Sie bekommen, Sie auch in der Ukraine, in friedlichen Ukraine, verteilen können und unter Frieden da weiterleben und Gott dafür bedanken. Pfarrerin Andrea Klopfer und Pater Witold Kumann segneten gemeinsam das Massengrab der Kinder. Die musikalische Begleitung übernahm die Mittelschule Burgkirchen sowie die Sängerin Lisa Sviridova mit einer gefühlvollen Interpretation der ukrainischen Nationalhymne. Yeah.